Von dem Expeditionsheer in Sizilien ist zu berichten, dass keines der über 600 Schiffe, keiner von allen 30.000 Soldaten die Heimat wieder sah. Und auch als Athen, um seine Männer zu retten, Nachschub entsandte, noch einmal ein stolzes Heer von 20.000 guten Soldaten, 75 Schlachtschiffe und 400 Lastschiffe half das nichts. Es gingen alle zugrunde. Der Verlauf des Krieges war nicht zwangsläufig. Syrakus war stark, aber es war nicht so stark, dass es die Athener hätte schlagen müssen. Die Spartaner halfen Syrakus, aber sie halfen nicht so sehr, dass ihre Hilfe kriegsentscheidend gewesen wäre. Der sizilianische Feldzug hätte ein Erfolg werden können und vieles wäre anders gekommen, als es kam, wenn die athenischen Feldherren nicht glücklos und unentschieden, wenn sie nicht zögernd und ohne Selbstvertrauen vorgegangen wären. Sie verzettelten ihre Kräfte, versäumten die günstigsten Augenblicke und glaubten selbst nicht mehr, nachdem Alkibiades das Heer verlassen hatte, an die Möglichkeit eines Gelingens. Die Berichte über dieses Unternehmen sind ein Trauerspiel. Aller Mut, alle Tapferkeit, alle Ausdauer helfen nichts, wenn das Selbstvertrauen fehlt. Thukydides sagt, Nikias habe alles getan, was ein erprobter und tapferer Feldherr tun konnte. Sicherlich trifft Nikias keine Schuld. Es kämpften Griechen gegen Griechen, die Athener waren Eindringlinge und Eroberer und ihren Gegnern schien alles moralische und göttliche Recht zuzustehen. Sie verteidigten ihre Heimat. Die einen waren von den Göttern verlassen, die anderen kämpften mit Glück. 3 Jahre lang dauerte der Krieg in Sizilien und niemand von denen, die im Jahr 416 unter Tränen und Gesängen Athen verlassen hatten, um Sizilien zu erobern, überlebte, bis auf Alkibiades, auch Nikias und Lamachos fanden den Tod in der Schlacht. Alkibiades lebte in Sparta und war Berater der spartanischen Regierung und da er Sparta nichts kostete, ließen sie sich die Beratung gefallen und zogen auch Nutzen daraus. Aber er war kein Spartaner und wollte auch keiner werden. Er liebte zu sehr das großartige Leben mit allen seinen kostspieligen Genüssen. Er führte einen aufwendigen Haushalt und gab den Versuch bald auf, sich dem spartanischen Lebensstil anzupassen. Er lebte in Sparta wie ein prächtiger, schillernder Pfau zwischen einer Herde wilder, grauer Gänse und war nicht intelligent genug, so intelligent er auch war, um sich ernsthaft zu bemühen, bescheiden zu wirken. Er glaubte, er müsse in diese leicht verstaubte, selbstgenügsame Provinzstadt einen Hauch der großen, weiten Welt hineinbringen und diesen Leuten einmal zeigen, was ein attischer Adliger und Lebemann ist. Die Spartaner, es ist schwer vorstellbar, aber eine Tatsache, empfingen immer noch, so wie es ihre Gesetze vorschrieben, einmal im Jahr ein Kleid aus der staatlichen Kleiderkammer, ein spartanisches Einheitskleid. Niemand ging schlechter oder besser gekleidet als sein Nachbar. Da geriet nun dieser süß duftende Olympiasieger dazwischen, der auf seiner Palisanderholzjacht allein 25 Morgenröcke mitgebracht hatte. Viele junge Damen Spartas verliebten sich in ihn und die schönste von ihnen allen, Timaia, die junge Frau des Königs Agis, erhörte er. Nach dieser neuerlichen Dummheit war sein Asylrecht in Sparta verwirkt und er entfloh bei Nacht und Nebel.
Er floh an den Hof des persischen Satrapen in Sardes. Er kam in eine neue Welt, in eine andere Welt, die ihm ungleich mehr gefiel als das leicht verstaubte, spießige und reaktionäre Sparta oder als dieses in sich zerstrittene und hektisch verworrene, aufgeregte Athen. In Sardes herrschte eine sorglose, sich allen Genüssen dieser Welt hemmungslos hingebende Adelsgesellschaft in einem bewundernswerten Reichtum und Überfluss, und jeder, der Perser oder Meder war, gehörte dazu. Jeder aber, der nicht dazugehörte, war von den Göttern erschaffen, um still und bescheiden durch seiner Hände Arbeit der Oberschicht des riesigen Reiches ein Leben in Glanz und Schimmer zu ermöglichen. Die Wunden, die Hellas diesem Reich in den großen Kriegen geschlagen hatte, waren längst vergessen. Der interessante, reiche Jüngling Alcibiades, der auf so skurrile Weise mit seiner Vaterstadt Athen zerfallen war, wurde freundlich am Hofe des Satrapen in Sardes aufgenommen. Er lernte den Statthalter Tissaphernes kennen, den nach dem Großkönig mächtigsten Mann im Reiche, und es gelang Alcibiades, dessen Vertrauen, ja sogar dessen Freundschaft zu erringen und ihn davon zu überzeugen, dass es wohlverstandenes persisches Interesse wäre, jetzt Sparta mit Geld und Schiffen gegen Athen zu unterstützen, da Sparta nie eine Gefahr für das persische Reich darstellte, aber Athen, solange es die Meere beherrschte, unberechenbar blieb. Tissaphernes ließ in Sparta unterhandeln und fand hocherfreutes Entgegenkommen. Die einzige Bedingung, die er für die Kriegshilfe stellte, war, dass nach Zerschlagung Athens und des Delischen Bundes Persien freie Hand gegen die griechischen Küstenstädte Kleinasiens erhielte. Sparta konnte umso eher auf diese Bedingungen eingehen, als ja diese Küstenstädte immer schon mehr zu Athen als zu Sparta gehalten hatten und auch jetzt gegen den Peloponnesischen Bund im Kriege standen. Der Beistandspakt wurde geschlossen und man wusste in Sparta, dass man ihn Alcibiades zu verdanken hatte, aber man war nicht geneigt, sich ihm irgendwie dafür erkenntlich zu zeigen. Er hatte durch sein Auftreten in Sparta die führenden Politiker zu sehr verärgert. Außerdem war es in ganz Griechenland bekannt, dass Alcibiades aus höchst selbstsüchtigen Gründen gegen seine Heimatstadt Athen intrigierte. Er wollte sie am Boden sehen, er wollte Rache üben für das Unrecht, das man ihm angetan hatte, er wollte, dass sie am Boden lag, als Retter in der Not erscheinen und sich in seiner wahren Größe als bester Sohn des Vaterlandes zeigen. Warum also sollte ihm Sparta für dieses persische Geld dankbar sein? Sparta aber konnte endlich ein Heer aus den Reihen aller seiner Bundesgenossen aufstellen, ohne sich über die Kosten für Lohn und Bewaffnung und Unterhaltung Gedanken machen zu müssen. Ein lakedaimonisches Heer allein machte keine Schwierigkeiten. Das bezahlte man mit dem spartanischen Eisengeld und jeder Soldat nahm es gern. Aber schon den Soldaten aus Argos, Elis und Korinth schien es so, als ob sie kostenlose Bundesgenossen wären, denn mit dem Eisengeld konnten sie in ihrer Heimatstadt nichts anfangen. Das war jetzt vorbei. Persische Goldstücke nahm jeder gern und für persisches Gold konnte man Schiffe und Matrosen überall in der Welt kaufen. Es ist verständlich, dass dieses persisch-spartanische Bündnis in Athen und bei seinen Verbündeten große Besorgnis hervorrief. Der Adel und die Priesterschaft, alle Gegner der Demokratie, stellten die Lage Athens in den düstersten Farben dar und niemand konnte bestreiten, dass die Dinge sich zum Schlechten hin entwickelten. In dieser Situation unternahm eine Gruppe von Militärs unter Führung eines Oberst Pisander einen Staatsstreich. Die Berichte darüber lesen sich so modern, als ob er nicht vor 2500 Jahren, sondern in der Mitte unseres Jahrhunderts stattgefunden hätte.
Die aufständischen Obristen besetzten alle öffentlichen Gebäude und den Hafen und erklärten die athenische Verfassung für außer Kraft gesetzt. Die Gerichte wurden aufgelöst und die Volksversammlung verboten. Alle Polizei und alles in Athen anwesende Militär wurde der neuen Regierung unterstellt und die Mitglieder der Demokratischen Partei wurden im Morgengrauen des Umsturztages nach sorgfältig vorbereiteten Listen in ihren Wohnungen verhaftet und eine große Anzahl führender Politiker nach einem kurzen Standgericht zum Tode verurteilt und sofort hingerichtet. Ihre Frauen und Kinder füllten die Gefängnisse. Die Stadt war mit Spitzeln übersät und jeder, der sich gegen die Obristen erklärte, wurde festgenommen und ermordet. Viele hundert Menschen kamen in den ersten Stunden des Umsturzes ums Leben. Tausende wurden eingesperrt. Die neue Regierung war für Ordnung und Recht und so sorgte sie für Sicherheit und die Wiederherstellung der guten alten Sitten. Sie war gegen Korruption und Gottlosigkeit, gegen Misswirtschaft und Bestechlichkeit. Der Staatsnotstand wurde erklärt und alle Besoldungen öffentlicher Ämter und alle Tagegelder wurden abgeschafft. 400 reiche und angesehene Männer der Stadt bildeten einen Senat, der die Regierungsgeschäfte übernahm. Das Wahlrecht wurde auf 5000 Männer beschränkt und es war nur wahlberechtigt, wer Grundbesitz und Vermögen besaß. Die putschenden Obristen schufen in Windeseile eine Verfassung, wie sie sich die reichen Leute erträumten, und versuchten sie mit brutalem Terror gegen alle freiheitlichen und demokratischen Elemente durchzusetzen. Das Heer und die Flotte Athens lagen, als alles dies geschah, in ihren Winterquartieren auf der Insel Samos, weit entfernt von Athen, und es kamen nicht nur die Abgesandten der neuen Herren nach Samos, um den Offizieren von den Vorgängen in Attika zu berichten und um das Offizierskorps des zu Gehorsam zu verpflichten, sondern es kamen auch Flüchtlinge der Demokratischen Partei, die dem Gemetzel entronnen waren und berichteten darüber vor den Soldaten. Das waren aufregende Tage. Es gab geheime Offiziersversammlungen, in denen endlos hin und her gestritten wurde, und es gab große Soldatenversammlungen und die Freunde der Putschisten waren dafür, sie einfach zu verbieten. Disziplin ist oberstes Gesetz für eine Armee, aber konnte man verbieten, würden die Soldaten sich das Versammlungsrecht nehmen lassen? Es gab Versammlungen, auf denen die Freunde des Obersten Pisander zu den Soldaten redeten und von einer schreienden und tobenden Menge davongejagt wurden. Und es gab Zusammenrottungen bei den Schiffen, in denen die sofortige Rückkehr des ganzen Heeres nach Athen verlangt wurde. Rückkehr des Heeres und Bestrafung der Verbrecher, die so grausam und unmenschlich das athenische Volk misshandelt hatten. Gegen die Tyrannen, das war die Losung, auf die sich alle Soldaten und Matrosen festlegten. Wahrung der Freiheiten, die so mühsam und opferreich errungen worden waren. Die Anhänger Pisanders konnten gerade noch verhindern, dass unverzüglich und Hals über Kopf nach Athen zurückgekehrt wurde. Sie konnten es verhindern, weil sie auf die Kriegslage hinwiesen und behaupteten, dass bei einem Verlassen von Samos die ganze Front, der ganze delische Bund auseinanderbrechen werde und der Krieg sofort verloren sei. Die Armee blieb auf Samos, aber die Obersten in Athen wussten nun, dass sie dieses Heer gegen sich hatten und dass ihre Herrschaft zu Ende war, wenn es heimkehrte. Die Obersten in Athen sannen darüber nach, wie sie dieses Heer an der Rückkehr hindern und irgendwo in der weiten Ägäis zugrunde gehen lassen konnten. Als Alkibiades in Sardes von den Ereignissen in Athen hörte, schlug sein Herz vor Freude und er glaubte nichts anderes, als dass die Stunde seiner Heimkehr nach Athen nun gekommen sei, aber als er erfuhr, was sich in Samos ereignet hatte, wurde er nachdenklich. Er fuhr nach Samos und ging dort an Land als Abgesandter Persiens, als Freund des Tissaphernes, als neutraler und abgeklärter Beobachter. Er spürte sofort, dass die Konservativen, dass die Athener Putschisten beim Heer keinen Boden hatten und er überschaute die Lage richtig.
Gegen dieses Heer konnte sich niemand auf die Dauer in Athen an der Macht halten, denn dieses Heer war das athenische Volk in Waffen und das athenische Volk war demokratisch und nicht bereit, sich seine Rechte nehmen zu lassen. Alkibiades stellte sich hinter die Demokraten, er stellte sich gegen die attischen Tyrannen und es gelang ihm, die Kühle, mit der er empfangen worden war, zu überwinden und das Misstrauen, das man gegen ihn hegte, weil er ja die Perser mit den Spartanern zusammengebracht haben sollte, zu zerstreuen. Er stellte dem Heer vor, dass der Statthalter in Sardes sein engster Freund sei und seinetwegen, nur seinetwegen sich dazu bereit gefunden habe, die Spartaner zu unterstützen. Wenn er, Alkibiades, aber jetzt in seine Heimat zurückkehrte, wenn die Athener wieder Vertrauen zu ihm haben könnten, dann würde ohne jeden Zweifel Tissaphernes nicht mehr auf Seiten Spartas stehen, sondern umschwenken und Athen unterstützen. So redete er vor der Armee und alle, die ihn hörten, glaubten seinen Worten, vielleicht glaubte er auch selbst daran. Unterdessen aber nahm der Krieg eine für Athen böse Wendung. Es erschien die vereinigte persisch-peloponnesische Flotte vor dem Hafen Piräus und forderte die athenischen Kriegsschiffe zur Schlacht heraus. Das war neu in diesem Krieg. Wie sollte Athen bestehen können, wenn nicht nur die Felder Attikas von feindlichen Heeren verwüstet, sondern auch die Seewege blockiert wurden? Als sich herausstellte, dass die Athener, deren beste Schiffe in Samos lagen, sich auf keine Seeschlacht einlassen würden, segelte die feindliche Flotte nach Euböa, um diese große Insel zu erobern. Aber seitdem der Hellespont gesperrt war und nur noch vereinzelte Getreideschiffe aus Kleinasien Athen erreichten, war diese Insel lebenswichtig für die Versorgung der großen Stadt Athen geworden und der Oberst Pisander konnte auf keinen Fall zulassen, dass Euböa in spartanische Hand geriet. Er ließ alle Schiffe, die sich im Piräus befanden, seeklar machen, um Soldaten nach Euböa hinzubringen. Die Transportflotte lief in aller Eile aus. Bei der Hafenstadt Eretria kam es zu einer Schlacht, die mit einer fürchterlichen Niederlage für Athen endete. Euböa fiel in spartanische Hand, aber die Flotte und das Heer aus Samos wurden trotz dieser Notlage nicht nach Hause zurückbeordert, weil, das wusste jeder Mensch in Athen, sich die Obristen vor der eigenen Armee noch mehr fürchteten als vor dem spartanischen Heer. Mit der Niederlage auf Euböa hatten Pisander und seine Leute den letzten Kredit beim Volke verspielt. Es kam zu einem blutigen Aufstand, zu Straßenschlachten, zum Bürgerkrieg zwischen den Leibgarden des Adels und den erbitterten Volksmassen und die 400 Senatoren wurden aus der Stadt verjagt, die putschenden Obristen erschlagen und die alte demokratische Verfassung Athens wurde wiederhergestellt. Doch nach allen diesen Ereignissen war Athen so mutlos und erschöpft wie noch nie vorher in allen langen Kriegsjahren. Als die Nachricht auf Samos eintraf, dass Alkibiades sich dort aufhalte und bereit sei, wieder seiner Vaterstadt zu dienen und als weiter bekannt wurde, dass er bei seinem Freunde Tissaphernes sich für ein persisch-athenisches Bündnis verwenden wolle, hob die erste allgemeine Volksversammlung, die nach dem Putsch stattfand, das Todesurteil gegen Alkibiades auf und wählte ihn zu einem der 10 Strategen von Heer und Flotte. Es war eine Wahl, die von allen denen, die noch an eine glückliche Wendung des Krieges glaubten, mit neuer Hoffnung und großer Freude begrüßt wurde. Alkibiades aber reiste im Auftrag der Armee des Delischen Bundes zurück nach Sardes, um mit Tissaphernes über ein Bündnis mit Athen zu verhandeln. Tissaphernes jedoch, der leicht eingesehen hatte, warum die Unterstützung Spartas sich für die Perser lohnte, konnte unmöglich begreifen, warum er nun plötzlich für die Athener sein sollte. Wahrscheinlich hatte er auch erfahren, wie sehr Alkibiades mit seiner Freundschaft zu dem mächtigen Statthalter von Sardes geprahlt hatte und sich darüber geärgert. Er ließ Alkibiades kaum, hatte dieser persischen Boden betreten, verhaften und einsperren. 6 Monate lang saß der verwöhnte athenische Aristokrat in irgendeinem der tiefen dunklen Keller der Burg in Sardes und wartete auf eine Gerichtsverhandlung, wartete auf eine Audienz beim Statthalter,
wartete darauf, dass er irgendeinem einflussreichen Menschen am Hofe sein Verhalten in Samos erklären könnte. 6 Monate, in denen er Zeit genug hatte, über sich selbst und über die Wechselfälle seines Schicksals nachzudenken. Dann gelang es ihm, aus dem Kerker, aus Sardes, aus den Grenzen des Persischen Reiches zu fliehen. Er ging zur Armee, die sich in Thrakien und an den Meerengen mit den Spartanern herumschlug. Er führte 3 Jahre lang Krieg am Hellespont und in allem, was er begann, war er überaus erfolgreich. Von der Chalkidike bis nach Byzanz eroberte er alle Hafenstädte für den Delischen Bund zurück und erschlug die Spartaner und deren Verbündete, wo sie sich auch immer ihm zum Kampfe stellten. Er unternahm Beutezüge tief ins Innere Kleinasiens hinein und sandte alles, was ihm in die Hände fiel, nach Athen. Er organisierte wieder den lange Jahre unterbrochenen Getreidehandel mit den skythischen Bauern in Olbia und Odessa und sorgte für die Sicherheit der Lastschiffe, sodass sie Athen erreichten und die Stadt versorgen konnten. In diesen 3 Jahren vertrieb er Sparta aus der nördlichen Ägäis. Nur in einigen Festungen konnten sie sich eingeschnürt und schlecht versorgt noch halten. Erst als von niemandem mehr bezweifelt werden konnte, dass er der Sache Athens große Dienste geleistet hatte, erst als sein Ruf als geschickter und glücklicher Feldherr, der das Wohl des Vaterlandes über alles stellte, fest gegründet schien, erst als alle Menschen in Griechenland wussten, wem Athen es zu verdanken hatte, dass sich das Kriegsglück so wandelte, erst als ein für Athen günstiger Friede sich deutlich abzeichnete, ging Alkibiades nach Athen zurück. Unter dem Jubel der Volksmassen landete er im Pyräus. Die Fahrt vom Hafen bis ins Innere der Stadt glich einem Triumphzug. Vor 10 Jahren hatte er davon geträumt, so als siegreicher Feldherr aus Sizilien heimzukehren. Er gab vor dem Rat der 500 und vor der Volksversammlung einen Rechenschaftsbericht über seine Emigration und über die 3 Jahre als Feldherr in Kleinasien. Die Siege, die er dort erkämpfte, waren so eindrucksvoll, seine Bemühungen, Athen aus den Versorgungsschwierigkeiten zu lösen, waren so erfolgreich gewesen, dass niemand mehr Lust hatte, die alte dumme Geschichte mit den Hermesköpfen und seiner Verurteilung wegen Gotteslästerung neu aufzuwärmen. Ihm wurde in feierlicher Form das Vertrauen und der Dank des Staates ausgesprochen und er wurde erneut zum ersten Feldherrn gewählt. Einen Winter lang blieb Alkibiades in Athen und ließ sich feiern und bewundern. Es blieb nicht aus, es konnte nicht ausbleiben, so wie sein Charakter nun einmal beschaffen war, dass er durch Prunksucht und Eitelkeit viel von seinem Ansehen bei dem einfachen Volk verlor und dass er sich auch Feinde bei den führenden Politikern der Demokratischen Partei machte, weil er nicht nur ein genialer Feldherr, sondern auch ein alles besser wissender Politiker sein wollte. Viele Leute atmeten auf, als er im Frühling nach einem fröhlich durchfeierten Winter Athen wieder verließ und nach Samos zu Heer und Flotte fuhr.